Hallo Freunde, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich präsentiere euch hier wieder mal ein weiteres Mal wieder mal zurück zum Silvester-Talk, diesmal für das Jahr 2022. Ja, ihr könnt das hier mehr oder weniger wie so ein kleines Podcast-Dingchen hier ansehen, wenn ihr möchtet. Ich werde ab und zu mal ein paar Bilder einblenden. Aber ansonsten könnt ihr das ruhig auch einfach nur im Hintergrund anlassen, während ihr irgendwas zockt. Ja, letztes Jahr war krass. Falls euch letztes Jahr interessiert, dann schaut euch das mal Silvester-Video von letztem Jahr an. Und dieses Video wird wahrscheinlich etwas kürzer als das Silvester-Talk-Video vom letzten Jahr. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nicht wirklich viel zu erzählen. Ich versuche ein bisschen was zu erzählen. Ich hätte mich heute ganz viel über meinen Kanal reden, aber auch ein bisschen was über Real-Life-Stories. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Im Januar ging Pokémon Leuchtende Perle ganz normal weiter. Wie immer. Ja. Außerdem kam später in dem Monat ein cringy dingy Video, wo ich alleine fürs Intro länger gebraucht habe als für das Video selber. Ja, das iCringy Video. Beziehungsweise das iCringy Intro. Ich glaube, daran können sich noch die meisten von euch erinnern. Ja, das war noch, als ich meinen alten PC hatte. Da hatte ich das geschnitten und deshalb. Ich habe wirklich das Intro so geschnitten, dass ich immer Frame zu Frame zu Frame gegangen bin. Ich konnte aber an manchen Stellen des Videos, zum Beispiel so ganz am Anfang, wo ich so 10.000 Videos von mir eingeblendet habe in dem Intro, da ist ständig mein Schnittprogramm abgestürzt. Das hat es einfach nicht gehandelt, vor allem nicht auf meinem alten PC, aber generell wird es, glaube ich, auch so oder so nicht handeln. Aber auf jeden Fall, es war wirklich ein Nightmare zu schneiden. Ich wollte es aber unbedingt machen. Ich habe auf jeden Fall bei mir versucht, darauf zu achten, dass das Editing logisch ist und gut ist und dass man an den Seiten auch nochmal so hin und wieder ein paar andere Videos von mir sieht, während es eigentlich nur auf ein Video fokussiert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Ich habe in diesem Monat auch noch angefangen, Pokémon Legends Arceus zu spielen. Ein relativ in Ordnung Spiel, also das Spiel ist in Ordnung, ich habe nichts dagegen, aber ist halt ein, naja. Das Spiel hat so seine Mankos, sieht nicht schön aus. Aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe super viele Scheiße in dem Spiel bekommen. Holy moly, also das hat echt Spaß gemacht. Ansonsten, ja, es kam weiteren Pokémon und das war der Monat. Im Februar ging Pokémon Leuchtende Perle ganz normal weiter. Nochmal. Lol. Aber ich habe den Champ irgendwann geschafft und habe dann angefangen, die After Story zu spielen. Es kam ein Patently Stupid Video raus, was einfach ein Jackbox-Spiel ist. Und ich habe es zusammengeschnitten. Und das Video ist super funny. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Außerdem, ich habe schon seit ich dieses Video dort hochgeladen habe, das ist im Februar gewesen, habe ich geplant, noch mehr Patently Stupid Videos hochzuladen. Ich habe auch noch ganz viele Aufnahmen bei mir. Und Spoiler, es werden auch bald neue Patently Stupid Videos kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schaut euch das Originalvideo an, falls ihr nicht geschaut habt. Es kommen bald noch neue Patently Stupid Videos. Ja. Es gab eine Nintendo Direct, wo Sachen gezeigt wurden wie Mario Kart Deluxe, wo einfach nur neue Strecken kommen. Ich hab's jetzt, kleine Update, ich habe das jetzt ein bisschen gespielt so mit jemandem, der das, der den DLC gekauft hat. Danke, Mützi. Und ich finde die Strecken in Ordnung. Ich finde trotzdem blöd, dass das Mario Kart 8 ist, was wir spielen. Und die das als neu verkaufen. Aber die Strecken sind nicht schlecht. Genau, dann wurden noch in der Direct wurden noch Strikers gezeigt, was Nintendo einfach aufgegeben hat, das Spiel. Ich war so gehypt auf das Spiel, hab's gekauft. Ich bereue es, dass ich gekauft habe. Earthbound wurde gezeigt, ich habe mich total gefreut, ich wollte es unbedingt mal streamen auf Twitch. Folgt mir auf Twitch. Aber ich hab's dann, ja, was habe ich eigentlich? Ich hab's, glaube ich, einfach vergessen oder so. Ja, Earthbound kommt bestimmt irgendwann dieses Jahr. Mal gucken, keine Ahnung. Nintendo Switch Sports wurde gezeigt, was meiner Meinung nach auch wieder einfach nur eine Enttäuschung ist. Das Spiel hat kaum Content, es kriegt ab und zu mal ein paar Updates, aber das Spiel hat nicht einen einzigen Spielmodus, der mich wirklich hookt, der mich wirklich interessiert, wo ich sage, ja okay, das Minigame ist auf jeden Fall wert, die Überlegung, ob ich mir vielleicht doch hole. Nein, das ist, nein,
Nein, da hole ich mir lieber dieses Fitness-Sportspiel von der Switch, wo du so dieses Lenkrad hast und dann so drücken. Was ich meine? Gabi wurde gezeigt. Ich hab's gekauft. Hab's einmal gestreamt. Hab die erste Welt durchgespielt. Hab's dann nie wieder angefasst. Also. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran lag, dass die erste Welt mich überhaupt nicht gehuckt hat. Ob das die erste Welt alleine schon mich nicht interessiert hat an dem Spiel. Weil eigentlich liebe ich Kirby. Und ihr werdet auch bald noch mehr Kirby von mir sehen. Aber. Vielleicht spiele ich es nochmal. Fuckbit Fitch. Portal wurde gezeigt. Und da haben wir heutzutage, glaube erst letztens oder so, so ein Portal Raytracing Remake. Nicht Remake, so ein Texture Swap gesehen. Und, ich würde lieber ein bisschen über Portal RTX reden, weil das ist sehr interessant. Ich habe es noch versucht zu starten bei mir, aber hat leider nicht ganz geklappt. Hättet ihr Bock, dass ich nochmal Portal spiele? Oder Portal 2, ich habe es ja nie durchgespielt. Ich habe tatsächlich Portal 2 nie durchgespielt. Hättet ihr Bock drauf? Lass es mich auf jeden Fall wissen. Genau, und Splatoon wurde gezeigt. Ist ein cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Und ja. Ach ja, und sie haben ein Spiel gezeigt, was immer noch nicht draußen ist. Advance Wars. Nintendo, wann kommt denn das Spiel raus? Ich habe irgendwann im Monat noch Tori 2 gespielt. Das Spiel kam schon, ja, 2021 raus, irgendwann gegen Ende. Ich hab's nie gewusst. Mir hat nie jemand gesagt, dass Tori 2 existierte. Ich habe Tori 1 irgendwann letztes Jahr gespielt, fand's richtig cool. Ich dachte mir so, ja, ist ein cooles Spiel, ganz nett. Für einen Euro ist es super. Und dann habe ich irgendwann dieses Jahr gemerkt, boah, wait. Es gibt einen zweiten Teil? Es gibt einen zweiten Teil? Und da habe ich das halt so früh wie möglich, als ich es erfahren habe, direkt aufgenommen. Und let's play. Und ja, war ein cooles Spiel. Und was noch passiert ist, ich habe ein Fangame gespielt. Isaac X Pflanzlichen Zombies. Das Hyrule hieß. Es war ziemlich nett. War ziemlich cool. Vielleicht komme ich nochmal zurück zu dem Spiel, wenn ihr da, wenn es euch interessiert. Vielleicht mache ich das ja. Und, ich habe auch ein Spiel gestreamt, das heißt Carrion. Das war so ein cooles Spiel. Da hast du halt so ein großes Monster gespielt, wo du alles umgebracht hast, Rätsel gelöst hast. War ganz cool. Habe ich bis zum 1.3. gespielt. Und speaking of 1.3. März war ein sehr komischer Monat. Ich habe nämlich irgendwie knapp 2 Wochen Pause gehabt. Von 22.2. bis 5.3. Habe dann direkt angefangen mit neuen Tori-Leveln. Weil ich die auch noch spielen wollte. Ich habe ein weiteres random Stream-Game gespielt, aber ich habe es tatsächlich gestreamt. Und zwar SJ19 Learns to Love. Ist ein ganz netter Metroidvania, der super kurz ist und ja, ist ganz nett, hat eine nette Grafik, ist ganz in Ordnung. Und dann irgendwie nochmal eine Pause, eine Woche Pause, vom 5.3. bis 13.3. Und generell merke ich gerade, dass ich diesen Monat sehr viele Pausen hatte. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, was ich da in dem Monat gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwie privat viel zu tun hatte. Oder generell einfach nicht so viel Bock hatte, Pokémon zu spielen. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht lag es auch am Shiny Hunten. Denn ich habe ein Shiny Giratina geshiny hunted. Ich weiß nicht, wann das war, als ich es geshiny hunted habe. Das war auf jeden Fall irgendwann in dem Jahr. Und das Video selber habe ich dann im März hochgeladen. Und ja, das war einer der luckiesten Shiny Hunts ever. Ich habe es super früh bekommen. Damals wusste ich nicht, wie früh das war. Ich habe es nicht ganz realisiert. Ja, damals dreistellige Zahlen fürs Shiny Hands. Ah, ich vermisse das. Ja. Machen wir einfach weiter mit April. Für Fortnite! Ja, ich habe nämlich im April ein April-Scherz-Video gemacht, wo ich angeblich Fortnite spiele. Spoiler, ich habe kein Fortnite gespielt, aber das wisst ihr ja nicht. Ja, ich habe einfach nur, ich sag's euch nicht. Ihr könnt euch das Video anschauen, wenn es euch interessiert. Ja. Eine Community-Folge kam raus, wo ich das erste Mal versucht habe, ein Overlay zu benutzen. Also statt, dass man einfach nur meinen Browser sieht, mit oben den ganzen Leisten, den ganzen Tabs ich offen habe und dann an der Seite noch die ganzen empfohlenen Videos und was auch immer, ne? Sieht man nur das Video und nur meine Cam und ansonsten der Rest ist freier. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. So ein kleines Overlay. Dass das ein bisschen smoother ist, dass man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Und in dem Video habe ich es noch nicht ganz richtig benutzt. Aus irgendeinem Grund habe ich alles nach oben geschoben und nicht das Video nach unten und mich nach oben, damit man mehr vom Video sieht. Aber ich denke, es ist ein bisschen eine gute Idee mit dem Overlay. Ich werde es auf jeden Fall noch in den nächsten paar Folgen weiterhin so benutzen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich es verbessern könnte, dann lasst es mich gerne wissen. Ich habe ein Overwatch-Video hochgeladen.
Hat sich irgendwie kaum einer angeschaut, aber ich fand's halt lustig. Ich habe einfach nur so random Overwatch gespielt. Ja. Es kam die Rückkehr von Zelda Skyward Sword. Ich habe ja seit Dezember 2021 zuletzt Zelda gespielt und danach gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es irgendwie einfach vergessen und hatte irgendwie auch die Lust dann verloren. Aber als ich dann irgendwann sehr nah am Ende von Pokémon war, weil ich war ja schon in der Afterstory jetzt, habe ich mir irgendwie überlegt, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ach, warte mal, ich habe vergessen, Zelda weiterzumachen. Und dann habe ich Zelda weitergemacht. Und tatsächlich war das eine gute Entscheidung, weil Zelda hat wieder Spaß gemacht, als ich es wieder angefangen habe. Und in dem Monat habe ich auch noch das Video Shiny Shaman und Shiny Darkrai hochgeladen. Ich weiß nicht genau, wann ich die beiden bekommen habe. Das war schon ein bisschen was her, glaube ich. Nicht zu weit. Aber ja, die beiden habe ich bekommen. Die habe ich Shiny Hunted. Shaman war super easy. Und Darkrai... Darkrai... Ja, reden wir nicht drüber. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Monat. Es ist der Mai und eigentlich hätte jetzt ein FNF-Update-Video kommen sollen, aber das FNF-Update kam noch nicht raus und es kam bis heute immer noch nicht raus. Also, wir haben nicht einen einzigen Trailer, Teaser, Update, irgendwas bekommen. Es wurde verschoben und mehr wissen wir nicht. Achso, das wolltet ihr gar nicht wissen. Okay, tut mir leid. Ja, Pokémon Leuchtende Perle ging diesen Monat zu Ende. Ich habe die letzten Folgen gemacht. Ich habe alle Legis gefangen. Ich habe die Liga gemacht. Also die Rematches. Ja genau, ich habe noch ein random Steam Game namens Deepest Sword gespielt. Ich fand das Spiel ganz nett. Es hat mich sehr an Getting Over It erinnert. Leute, die sich das angeschaut haben, haben sofort ein bisschen, ich sag mal, eher zweideutig bei dem Spiel gedacht. Als sich andere Leute das Spiel, beziehungsweise das Video von mir angeschaut haben, haben sie, naja, ich sag mal, etwas zweideutig gedacht. Fuck, warum sage ich das immer? Haben die etwas zweideutig gedacht? Ich hab das beim Spielen nicht so wirklich mitbekommen, dass man das Spiel auch so betrachten kann. War auf jeden Fall die Absicht. Whatever. Ja. Es kam auf jeden Fall nochmal Zelda in dem Monat. Und, ja. Mal weiter. Im Juni kam ein Pokémon Karmesin und Purpur Trailer, der zweite, um genau zu sein. Ich habe eine Reaction gemacht und bin kurz über die einzelnen Sachen drüber gegangen. Und holy shit, das Video ging richtig ab. Also, das ist wirklich... Wenn ich mir sagen würde, es gibt drei Videos, die dieses Jahr am meisten... ich sag mal, Views bekommen haben. Dieses Video ist auf jeden Fall Platz 2 mit 200 und fast 50 Views. Also, das fand ich echt krass. Da dachte ich mir auch, vielleicht sollte ich mehr von solchen Videos machen, statt einfach einen Livestream zu machen, wo ich mir auf die Sache reagiere. Dachte ich mir ab dem Moment, okay, vielleicht nehme ich die Reaction auf und statt das einen Livestream zu machen, lade ich es dann einfach ein bisschen mehr gecuttet wieder hoch. Vielleicht kommt das ja gut an. Ihr werdet es auf jeden Fall in der Zukunft bestimmt nochmal öfter machen. Ja, mal gucken, ob es gut ankommt oder nicht. Ich habe mich in diesem Monat entschieden, endlich Neptunia 2 anzufangen. Und das Spiel ist jetzt fast durch. Ich werde es jetzt wahrscheinlich irgendwann im Januar durchkriegen und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Aber auf jeden Fall ist ein gutes Spiel. Außerdem ein großes Spiel für mich persönlich, was rauskam, war der Cuphead DLC. Habe ich tatsächlich geschafft, in einem Stream durchzuspielen. Das Spiel ist echt super toll. Ich kann es euch nur allen empfehlen. Alle, die Cuphead mögen, alle, die das Base Game von Cuphead gespielt haben, holt euch den DLC. Es ist eine Schande, wenn man sich den nicht holt. Ja, holt ihn euch! Das ist wirklich... Wenn der DLC ein eigenes Spiel wäre, wäre das definitiv ein Game of the Year. Ein Video, was ich schon ewig lang geplant hatte, habe ich dann endlich in diesem Monat hochgeladen. Warum mache ich Let's Plays? Aufstieg und Absturz der Let's Play-Szene. Und da, ich finde, ich habe da ziemlich gut über die Let's Play-Szene geredet. Und auch allgemein, warum ich überhaupt Let's Plays mache. Falls ihr es wissen wollt, schaut das Video an. Whatever. Das Video kam generell sehr gut an. Und ich glaube, Leute wollen immer noch, dass ich so eine Art von Video weiterhin mache. Problem ist nur, ich habe keine wirkliche Ahnung, genau was ich da machen soll, weil ich möchte nicht immer nur so über so bis was Negatives reden, wie so Absturz. Ja, wenn es geht, würde ich auch gerne von Absturz zu Aufstieg reden, aber generell, mir fehlen einfach die Themen.
das ist das, was ich sagen will. Ich würde gerne sowas öfter machen, aber mir fehlen die Themen. Falls ihr Ideen habt, was ich so machen könnte, worüber ich reden könnte, lasst es mich wissen. Ich mache mehr davon. Ich habe ein Fangamer-Haul, so Unboxing-Video gemacht, wo ich ein paar Sachen zeige, die ich mit meinem Geld gekauft habe. Flex. Nein, keine Ahnung. Ich hatte einfach Bock auf das Video. Ich dachte mir so, hey, das könnte lustig werden. Vor allem mit so einer großen Box, wo ich habe, wo ich nicht sage, was ich drin habe. Es kam gut an. Es haben auch tatsächlich irgendwelche random englische Leute drunter kommentiert. Okay. Erreicht wohl alle Sprachen, das Video. Episch. Ich habe ein Fall Guys Video hochgeladen, wo ich drüber geredet habe, dass Fall Guys jetzt kostenlos ist und warum das gut und gleichzeitig auch schlecht ist. Das Video wurde leider ein bisschen zu lang, habe ich das Gefühl. Ich wollte halt ganz normal Fall Guys Video machen, wie ich sonst immer mache, aber ab und zu habe ich dann halt das gemacht, was der Titel halt so zeigt, dass ich halt so ein bisschen über die positiven und negativen Teile davon spreche. Ja, whatever. Ich habe Timestamps gemacht. Ja, keine Ahnung. Generell habe ich auch gemerkt, dass in diesem Monat nicht wirklich viele Videos kamen. Genauso wie, ich glaube, letzten Monat war das auch. Oder vorletzten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da war. Vielleicht hatte ich einfach viel zu tun. Ich kann es nicht sagen. Der Juli startete damit, dass ich ein random Steam-Game wieder mal gespielt habe. Aber mit einem kleinen Twist, denn ich habe ein paar Real-Life-Szenen reingeschnitten, wo ich einfach Real-Life Schach gespielt habe und ich dachte mir so ein Konzept, das ist richtig funny, aber es hat wohl niemanden gejuckt. Aber ich fand das Video auf jeden Fall ziemlich funny. Ich fand die Szenen, die ich da gemacht habe, ziemlich lustig. Ich dachte, ich denke mir, vielleicht mache ich sowas nochmal in der Zukunft. Keine Ahnung, wenn es euch gefällt. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall cool. Vielleicht mache ich es. Mal schauen. Ja, es kam mehr Zelda. Ich habe Cringy Dingy hochgeladen, meiner Meinung nach einer der besseren Folgen von Cringy Dingy. Hat wirklich super wenig Views bekommen. Ich habe gedacht, das würde vielleicht ein bisschen mehr bekommen, aber ich glaube, ich habe allgemein das Gefühl, Cringy Dingy ist nicht mal so ganz beliebt. Ich glaube, nur unter den Leuten in meinem Discord-Server ist Cringy Dingy noch ganz beliebt, aber halt unter random Leuten ist das halt boring, I guess. Auch in diesem Monat kamen relativ wenig Uploads. Aber das lag größtenteils daran, dass ich kann mich noch daran erinnern, dass ich krank war und nebenbei einfach mir dachte, ich kann jetzt nichts aufnehmen, ich habe auch nichts mehr. Also, auf jeden Fall, ich war krank, hatte keine Videos mehr in Präserve, ich konnte nichts mehr hochladen, ich wollte nichts mehr aufnehmen, weil ich bin total krank. Ich habe sogar einen Zelda-Thumbnail gemacht, während ich krank war. Ich glaube, das war entweder kurz bevor ich richtig krank wurde oder kurz nachdem ich nicht mehr so krank war. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall um den Dreh. Ich glaube, das Thumbnail habe ich gemacht kurz bevor ich richtig krank wurde. Also das war nochmal lucky. Sonst hätte ich gar keine Prose gehabt. Ist auch egal, juckt euch nicht. Auf jeden Fall, ja, ich war krank. Ich habe die Zeit genutzt, um Arceus, glaube ich, war das zu shiny hunten. Dazu komme ich noch später. Und ja. Ein paar Belieber später war ich im August dann wieder gesund und habe natürlich angefangen, mehr Zelda für euch rauszuhauen. Denn ich hatte nur noch Zelda irgendwie vor und hatte dann nichts anderes mehr hochzuladen. Ja. Es gab einen neuen Pokémon-Trailer-Ratchen-Dingsbums. Ja, genau. Da wurde ein bisschen mehr über Paldea generell gezeigt. Und ja, das kam aus irgendeinem Grund nicht annähernd so gut an wie der vorherige Trailer. Whatever. Ja, war ein trotzdem cooler Trailer. Die große Shiny Qual. Ah ja, das Video. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon seit ein bisschen längerem die beiden Shinies. Aber ja, ich kann euch das Video nur sehr empfehlen. Es ist auch vor allem das kürzeste, glaube ich, vom ganzen Let's Play. Und Folge 66 kommt vielleicht noch. Mal schauen, muss ich den Pokédex-Woche für machen. Aber auf jeden Fall. Große Shiny Qual. Allgemein, dieses Video, ihr seht es auch schon im Thumbnail, hat über 200 Stunden gedauert, überhaupt machen zu können, weil ich so lange diese beiden, nur zwei Pokémon, gebraucht habe, diese beiden zu Shiny hunten. Und es würde mich einfach freuen, wenn ich das Video anschauen würde. Auch wenn meine Reaction ein bisschen komisch ist, weil beide der Reactions ein bisschen komisch sind von mir. Trotzdem hat extrem lang gedauert, die beiden zu bekommen. Also, ja, wollte ich nur gesagt haben.
Ich habe in dem Monat die Quiplash 2 Trilogy hochgeladen. Das sind drei Quiplash 2 Videos, die schon etwas älter waren, aber ich wollte es ja trotzdem irgendwann nochmal richtig schneiden. Also ich habe bei mir einen ganzen Ordner, ne, mit all meinen Aufnahmen, und ich habe gesehen, das älteste Video, was ich unbedingt noch schneiden wollte, war Quiplash 2. Und dann habe ich das mal gemacht. Das Ähnliches werde ich auf jeden Fall auch noch machen mit Pendly Stupid. Das kommt dann nächstes Jahr. Habe ich aber schon, also dieses Jahr, oder, aber ich habe auch schon vorher gesagt im Video. Ja, auf jeden Fall, die Videos waren ziemlich lustig. Bisschen komisch ab und zu mal, ja. Das ist auch die ersten Videos gewesen, die Quiplash 2 Trilogy waren auch die ersten Videos gewesen, wo ich angefangen habe, also richtig meine Videos ein bisschen zu zensieren. So von bösen Wörtern her, sag ich mal, zu zensieren, ja. Ja. Weiß nicht, ob es gut ankommt oder nicht. Ich habe einfach mal probiert und ja. Es gibt eine Sache, die in diesem Monat kam, die mich für immer verfolgen wird. Und ich glaube, ihr wisst alle, worüber ich rede. Ich rede über den Start von Pac-Man World Repack. Das ist wirklich von den Top 3 Videos dieses Jahr Nummer 1. Dieses Video hat am meisten meinen Kanal gepusht. Aufrufe her, Abos her, alles her, Kommentare. Ich habe endlich mal Kommentare wiederbekommen. Holy moly. Also das Video wirklich, das war die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Kann ich einfach so sagen, wie es ist. Keine Ahnung. War ein cooles Spiel. Ich habe auch ein bisschen kritisiert, aber generell war es ein cooles Spiel. Ich bedanke auf jeden Fall mich an alle Leute, die sich das Video angeschaut haben, weil ich glaube, ich habe es auch selber getestet. Wenn man einfach auf YouTube Pac-Man World Repack Deutsch, German eingibt, findet man nach ein paar englischen Videos direkt meins als allererstes, also erste deutsche Let's Play. Und ich habe mich da so ein bisschen wie so ein Nintendo gefühlt, der dann immer so ganz oben in der Leiste auftaucht. Und auf jeden Fall an die Leute, die von Pac-Man World hier gestoßen sind. Hi. Schön, dass ihr euch verlaufen habt hierhin. Bitte verlauft euch nicht wieder zurück. Und ich hätte schon theoretisch vor, mehr Pac-Man zu machen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich vielleicht lieber warte, bevor ich sowas mache wie Pac-Man World 2 Let's Play. Weil ich glaube, es ist realistisch, dass sie den Teil noch remaken. Weil es auch nicht gerade neu. Pac-Man World 2 war, glaube ich, boah. Ich habe es auf jeden Fall auf der GameCube gespielt, das weiß ich. Ich habe das Spiel auf der GameCube. Ist ein Ordnungsspiel. Ist aber ganz anders als der erste Teil. Auf jeden Fall, na, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche anderen Pac-Man-Spiele, die ich spielen könnte. Keine Ahnung. Machen weiter. Und ja, ich habe auch noch als letztes in diesem Monat die Splatoon 3 Demo angetestet und hochgeladen. Ich glaube, das war sogar einer meiner ersten Videos, wo ich mein Intro benutzt habe. Fällt mir gerade auf. Ja, dieses Gameboy-artige Intro mit dem Regenbogen und alles. Und hey, cool, ja. Ganz kleines, kurzes Intro, damit es nicht stört, aber damit ein Intro drin ist. Einfach nur so. Ja, das Video kam nicht gerade so gut an. Ich glaube einfach nur, weil Leute nicht wirklich so die großen Splatoon-Fans sind in meiner Community. Ich meine, okay, ich spiele es gerne, aber ich glaube, es läuft auf jeden Fall besser auf Twitch. Folgt mir auf Twitch. Das streame ich ab und zu. Splatoon. Habe ich Splatoon 2 Octax Verge letztens durchgespielt und auch noch angefangen, Splatoon 3 anzufangen. Also mit dem Story Mode und ja, keine Ahnung. Gehen wir mal kurz rüber zum September. Im September kam mehr Zelda und es kam auch mehr Pac-Man. Und Pac-Man ging tatsächlich schon in diesem Monat zu Ende. Ihr müsst wissen, ich habe in dem Monat wirklich Pac-Man wirklich so hart reingehauen. Ich hatte wirklich in diesem Monat nicht viel Zeit. Ich hatte privat viel zu tun. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben, damit mehr Pac-Man rauskommt, weil ich wusste, euch gefällt Pac-Man und ich wollte euch einfach mehr geben. Ob es jetzt im Endeffekt gut oder schlecht war, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall genau das habe ich getan. Und am Ende des Monats war dann Pac-Man auch wieder zu Ende. Vielleicht mache ich irgendwann noch eine Folge 12. Problem ist, ich wollte eigentlich so 100% mit den Achievements machen in dem Spiel. Das wird vielleicht ein bisschen zu schwer. Ich wollte noch so einen Special Key zeigen. Es gibt ein Special Item in dem Spiel. Das ist so ein Key. Und der ist extrem nervig und zeitaufwendig freizuschalten. Plus, ich wollte auch noch einen Highscore machen in dem Classic Pac-Man Game, weil das ist das schwerste Achievement, dieses Gamer Achievement. Es ist so viel, was ich auch gerade gesagt habe, und ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Vielleicht mache ich einfach nur ein kleines Video, wo ich alles nochmal ins Detail erkläre. Jetzt bin ich ja nur kurz drüber geharscht, aber vielleicht mache ich nochmal so ein Video oder ich mache es komplett, wo ich es auch wirklich mache. Keine Ahnung.
Pac-Man ist vorbei. Wie gesagt, ich habe mehr Zelda gemacht. Ich finde die Thumbnails von manchen Zelda-Folgen ziemlich lustig. Lol. Ich habe Tori Genesis gespielt. Das war, glaube ich, so ein Anniversary-Spiel für halt Sonic Anniversary. Ich bin kein großer Sonic-Fan, also mich interessiert halt Sonic nicht wirklich viel. Aber es war Tori und ich wollte es trotzdem mal gespielt haben. Und ja, war ganz cool. Fall Guys im Space, diese Fall Guys im Weltall habe ich hochgeladen. Mir fällt gerade auf, eigentlich hätte ich das Video Super Fall Guys Galaxy nennen müssen. Wäre, glaube ich, lustiger gewesen. Ich finde das Thumbnail ziemlich lustig von dem Video. Nee, wisst ihr was? Ich ändere den Namen jetzt live um. Ich gehe jetzt hier auf Video bearbeiten. Und ändere jetzt den Titel um zu Super Fall Guys Galaxy. Ja, Video hat sich kaum einer angeschaut, aber ich fand es ziemlich lustig und vor allem fand ich das Thumbnail ziemlich lustig, was ich da gemacht habe. Ja, ist halt Fall Guys, ne? Ich habe in dem Monat angefangen mit einem neuen Indie-Game, aber nicht einfach nur so als random Steam-Game, sondern als ganz Let's Play und damit meine ich Bell Boomerang. Das ist so ein Retro-Plattformer mit einem sehr schönen Art-Style und ich habe die erste Folge aufgenommen und dachte mir so, ja, das Spiel ist richtig cool, das wird ein gutes Let's Play. Auch wenn es irgendwie gegen Ende super schwer war. Und dann habe ich die zweite Folge aufgenommen. Und oh Junge, das Spiel ist übelst schwer. Ich meine, ich habe auch am Anfang auf Hard Mode gesetzt. Aber ich habe ja auch später im Spiel auf Newcomer wieder umgestellt. Also auf den mehr oder weniger Normal Easy Mode. Und da war es mir immer noch zu schwer. Also Teil von mir bereut es, dass ich daraus ein Video gemacht habe. Generell Let's Play. Teil von mir denkt sich, ich bin stolz, dass ich das Spiel, obwohl es so schwer ist, überhaupt durchgespielt habe. Ich habe es nicht 100% durchgespielt, ich habe keine Ahnung, wo die anderen Edelsteine sind. Edelsteine, das war ein falsches Spiel. Ich habe es nicht 100% durchgespielt, ich weiß einfach nicht, wo die letzten Rosen sind. Es gibt keinen Guide für das Spiel ist halt super unbekannt. Aber ich habe es durchgespielt. Aber ja, ich habe es erst im nächsten Monat durchgespielt, also warum labe ich das eigentlich schon? Keine Ahnung. Ich habe ein Minecraft Escape Room Video hochgeladen. Ich habe einfach irgendwann ein paar Monate, das ist schon ein bisschen was her, ich habe schon Monate vorher diesen Escape Room aufgebaut. Ich habe mir einfach so, ich will so ein Jigsaw-artiges Puzzle-Escape Room Minecraft-Map-Dingsbums bauen und ich hatte Spaß, das zu bauen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt davon. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft irgendwann nochmal ein Escape Room machen. Mindestens einen. Weil ich habe noch ein paar gute Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Aber ich glaube, die Map wurde ein bisschen zu sehr Adventure-Map-like statt Escape Room-like. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach unbedingt auch so neben unbedingt ein Escape Room bauen, wo ich auch unbedingt mal eine Adventure-Map bauen. Ich sollte die beiden, glaube ich, ein bisschen mehr trennen voneinander. Also sprich, wenn ich ein Escape Room mache, weniger Jump'n'Runs, mehr Rätsel, mehr umschauen und Rätsel, sowas wie die erste Challenge war und weniger wie die zweite Challenge war. Sagen wir es mal so. Trotzdem mag ich die Map. Ich fand das Video ist sehr gut gelungen. Fun Fact, das ist auch das Video, wo ich am meisten Arbeit reingeschickt habe, neben halt dem 200 Stunden große Shiny Qual Video, wo ich einfach nur 200 Stunden fürs Shiny angebracht habe. Aber bei dem Video habe ich wirklich super viel Zeit beansprucht, alles zu bauen. Ich habe keine Mods, irgendwas benutzt. Ich habe das alles in Vanilla Creative gebaut, weil Mützi, der Owner war von der kleinen Minecraft-Welt, die wir da hatten, meinte, nee, ich möchte kein Work Edit Download, das ist alles Vanilla. Und ich habe es einfach akzeptiert und dann trotzdem alles so gebaut. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Keine Ahnung. Aber genau deshalb hat das so lange gedauert zu bauen. Ich hoffe, euch gefällt das. Schaut euch das Video gerne an. Steckt extrem viel Arbeit hinter. Ja. Ich habe ein Random Game namens Scratch and Melody hochgeladen. Ich habe das Spiel gespielt, weil Mützi es mir empfohlen hat. Und ich war total schlecht in dem Spiel, weil das Spiel ist auch schwer und du kannst es halt nicht einfach das Schwierigkeit umstellen. Plus die Steuerung hat bei mir einfach gar nicht funktioniert. Also alles ging einfach schief in dem Video. Trotzdem, ich habe so lange gebaut, das aufzunehmen. Ich wollte es einfach mal gerne jetzt noch geschnitten haben und hochgeladen haben, weil das Spiel ist doch ganz cool und ich wollte es einfach ein bisschen mal zeigen. Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich noch ein Video machen werde dazu, wo ich das, wo ich besser spiele, aber habe ich irgendwie nie gemacht. Keine Ahnung, ob ich es noch sehen wollte oder nicht. Ansonsten, wenn das Game irgendwann rauskommt, vielleicht spiele ich es, wenn es interessiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und es wird Zeit noch für diesen Monat für eine Real-Life-Storytime.
Denn in diesem Monat ging mein FSJ ging zu Ende diesen Monat. Ich habe somit tatsächlich über ein Jahr lang bei so einer Altenpflege gearbeitet. Weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es war okay generell. Also alles in allem war es okay. Es war schon anstrengend. Ich hatte aber auch ein paar Kompromisse gemacht, damit es für mich nicht mehr so anstrengend ist. Blabiblob interessiert wahrscheinlich nicht. Ich habe gesagt, ich war da tatsächlich etwas länger als ein Jahr, weil irgendwie mit dem Vertrag irgendwie was nicht gestimmt hat und ich dann 2 Monate extra gearbeitet habe. Ich meine, ich habe ein bisschen Geld dafür bekommen, aber war trotzdem irgendwie komisch, dass ich nochmal 2 Monate extra arbeiten musste. Whatever, auf jeden Fall, das ist keine Real-Life-Story. Und, machen wir weiter mit Oktober. Das Ende von Overwatch kam in diesem Monat raus, wo ich das allerletzte Mal Overwatch 1 gespielt habe, bevor es dann nicht mehr existierte. Ich find's immer noch saudumm. Ich möchte mal jetzt ein bisschen ranten über Overwatch 2, weil ich habe tatsächlich noch kein Overwatch 2 Video gemacht. Willst du sehen? Vielleicht mache ich das auch noch. Auf jeden Fall, Overwatch 2 kam raus irgendwann. Ich glaube, das war noch im gleichen Monat auf jeden Fall. Und ich habe alles gestreamt. Am Anfang war das super nervig, das Spiel. Du bist mitten im Match disconnected worden, weil du wieder in die Warteschlange geschmissen wurdest. Ja, die Warteschlange. Junge, die Warteschlange in dem Spiel. Die muss ich mal kurz erklären. Du hast das Spiel angemacht und warst in der Warteschlange zwischen 50.000 Spielern. Du musstest eine halbe Stunde warten, bis du endlich das Spiel überhaupt spielen durftest. Wenn nicht sogar länger warten. Also das war echt schlimm. Also es ist mittlerweile nicht mehr so, aber es war wirklich für mindestens 2 Wochen so. Und das war echt kein Spaß. Das war kein Spaß. Ehrlich nicht. Du wurdest wirklich einfach mitten im Match einfach disconnected. Warum auch immer. Das war nicht cool. Aber allgemein Overwatch 2, was soll ich dazu sagen? Es ist halt null ein Upgrade. Wir haben immer noch nicht den versprochenen Singleplayer, beziehungsweise Man vs. Machine Modus, whatever, bekommen. PvE-Modus meine ich damit natürlich. Der wurde uns lange vorher angekündigt, exklusiv für Overwatch 2. Overwatch 2 ist kaum anders als der erste Teil. Grafisch ist besser. Aber du musst jetzt Geld ausgeben für alles. Ganz ehrlich, das Overwatch ist wirklich das einzige Spiel, wo ich mir denke, bitte bringt mir Lootboxen zurück. Weil das neue System, die versuchen wirklich so hart Fall Guys zu rippen. Bei Fall Guys ist das jetzt so, es ist ja kostenlos und ich habe mittlerweile mehr Geld in Fall Guys jetzt ausgegeben, jetzt wo es kostenlos ist, als bei Fall Guys Geld ausgegeben, als es noch Geld gekostet hat. Und da habe ich ab und zu mal ein paar DLCs nur gekauft mit ein paar Skins. Und jetzt wo es kostenlos ist, sind die Skins so viel teurer geworden, aber dafür gibt es endlich mal wieder richtig coole, richtig coole Exklusivskins. Sowas wie Hatsune Miku zum Beispiel und sowas. Und naja, da musste ich schon ein bisschen in die Geld dazu greifen. Aber bei Overwatch habe ich so überhaupt nicht das Gefühl, weil das Einzige, was du da bekommst, sind ja, okay, Fall Guys auch so, aber Fall Guys ist anders. Du kriegst das Skins für einen absurd hohen Preis. Fall Guys ist eh nicht hoch, aber ich finde bei Overwatch ist es noch ein bisschen krasser. Und was ich am schlimmsten finde, du kriegst eine Handvoll an Characters in Overwatch 2 und den Rest musst du dir kaufen. So wie ich das verstanden habe. Bei mir war das noch so, am Anfang habe ich alle Characters gehabt, weil ich habe das Spiel voll gekauft. Aber jetzt ist es mittlerweile auch so, es gibt jetzt einen neuen Charakter, wie noch so einen Roboter oder so. Der ist ganz cool, aber den kann man selbst für die Leute, die das Spiel voll gekauft haben, selbst die können den nicht spielen. Die müssen den kaufen. Ich weiß, ob der immer noch kostenlos wird. Aber trotzdem finde ich das aber nicht gut. Also Overwatch ist momentan in einer nicht guten Lage. Also macht auch nicht viel Spaß. Ich habe auch im Moment nicht so viel gespielt. Oder ein bisschen über Overwatch ranten. Machen wir einfach weiter. Ich habe mir Zelda auch geladen. Mehr Bell Boomerang. Ich glaube, das ging sogar diesen Monat zu Ende, wenn mich das nicht täuscht. Es gab mal wieder einen weiteren Pokémon-Trailer. Bla bla. Genau. Farigira sind tolles Pokémon. Ich muss das einfach haben, als ich es gesehen habe. Und jetzt reden wir über das sagenumwobene 500 Abo-Special, was mittlerweile bei genau 100 Aufrufen liegt, lol. Auf jeden Fall danke, Leute, für den Support bei dem Video.
Ich dachte mir wirklich, als ich 500 Abos erreicht habe, das waren wie ein, zwei Wochen bevor ich das Video hochgeladen habe, ich war wirklich, ich war mir nicht sicher, wann ich die Abos bekommen würde, die 500 Abos. Wann war das Video? Ich glaube, ich habe sogar Ende September schon die 500 Abos erreicht, hatte aber das Video erst irgendwann für, als es dann hochgekommen, online gekommen ist, halt geplant, weil ich vorher keine Zeit hatte, das Video zu machen. Genau, aber wegen dem Video selber, ich dachte mir so, ja, okay, 400 Abos Special, da habe ich einfach nur rumgetanzt, rumgezappelt und mehr nicht. Halt, statt bei dem vorherigen Abos Special nur ein Lied, bei dem Video dann drei Lieder. Ich habe aber bei 500 Abos Special wieder ein Lied gemacht, aber dafür habe ich noch einen kompletten Song gemacht und dann auch noch mal eine Amiibo-Unbox, die ich cool fand, die ich die ganze Zeit im Hintergrund stehen gelassen habe. Weil ich mir dachte, boah, voll die coole goldene Amiibo. Ja, genau, die goldene Amiibo. Nein, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich ein bisschen was anderes gemacht habe. Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Abo-Special, was noch lange dauern würde, was noch lange dauern wird, würde ich auf jeden Fall was anderes wieder machen. Vielleicht was Ähnliches, aber auch ein bisschen was anderes. Und ja, alles Interessante, was ich zu dem Video zu sagen habe, habe ich schon selber im Video am Ende gesagt. Also einfach nur nochmal danke für die 500 Subs. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr macht euch hier bequem. Es kommen noch einige Sachen auf euch zu. Ich habe in dem Video auch gesagt, ich habe vor, Real-Life-Videos zu machen. Das kam bisher noch nicht. Hab's leider verschoben, bisschen so gescrapped. Aber VR-Videos. Ich habe bisher nur VR auf meinem Twitch-Kanal, folgt mir auf Twitch, gemacht. Aber ich habe definitiv schon seit langem vor, VR-Spiele zu Let's Playen. Da kommt auch jetzt auch bald was. Wirklich jetzt. Und ja, es kam auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Zelda, weil das Kürbisschießen kam. Seit diesen beiden Kürbisschießen-Videos habe ich wirklich einen Hass auf Kürbisse. Ich krieg direkt so Angstzustände, wenn ich nur an Kürbis denken muss. Reden wir mal was anderes, genau. Der Mario-Movie wurde ja irgendwie in diesem Monat auch noch gezeigt, also so ein Trailer gab es. Und da habe ich mir zusammen auf Twitch angeschaut, während wir irgendwie in der Overwatch-Warteschlange stuck waren. Und ich finde den Mario-Movie, ich finde den sehr cursed, ich finde die Designs alle sehr cursed. Ich weiß aber, dass ich mich bestimmt an die gewöhnen kann, wenn ich mir die für 1,5 Stunden den Film dann anschaue, wenn ich mich bestimmt an die gewöhne, aber ich finde die trotzdem cursed. Die sehen komisch aus für mich. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt auf den Film. Ich glaube, das wird wirklich der Film, der mich nach Jahren wieder zurück in ein Kino bringen wird, weil ich möchte ihn auf jeden Fall im Kino schauen. Sonic Movie habe ich mich zum Beispiel nie angeschaut, weil, wie gesagt, ich bin kein riesiger Sonic-Fan, auch wenn er gut sein soll. Es soll ja noch einen FNAF-Movie geben. Mal gucken, wann der kommt. 2025? Keine Ahnung. Apropos FNAF. Es war Oktober. Ich habe die ganze Oktober-FNAF-Sache schon längst in den Videos gesagt, glaube ich. Aber auf jeden Fall, FNAF 4. Ich habe einen Trailer gemacht, einen Horror-Trailer. Und ich fand den Trailer ziemlich cool. Und ja, ich bin froh, dass ich endlich FNAF 4 zumindest die ersten 5 Nächte durchgespielt habe. Ich habe auch schon die 6. Nacht durchgespielt, ich habe es noch nicht hochgeladen, weil ich mir denke, okay, ich warte erstmal, bis ich noch die 7. Nacht durchspiele, weil es gibt eine 7. Nacht. Eigentlich gibt es auch mehr, aber psch. Ich will es auf jeden Fall demnächst auch nochmal ein bisschen auf Twitch streamen und dann wiederum zusammengeschaltet auf YouTube hochladen. Sowas, was ich auch so ähnlich ist, was ich auch mit FNAF 2, mit den Challenges gemacht habe, will ich auch mit FNAF 4 machen. Also es kommt noch mehr FNAF 4. Es ist noch nicht vorbei, das Let's Play. Es kommt noch mehr. Es dauert nur, weil das Spiel ist halt. Es geht mir sehr auf die Nerven. Guckt euch die Videos an, dann wisst ihr mehr, was ich meine. Aber es ist schön, dass euch das interessiert. Freut mich. Ich habe noch mehr FNAF in Zukunft geplant. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall mindestens 2 FNAF-Spiele kommen. Ja? Ich habe tatsächlich letztes Jahr Oktober ein Spiel namens Pumpkin Jack gestreamt, wo man halt so ein Ausgesendeter von der Hölle kommt. Und dann ist man so ein Kürbiskopf-Typ mit einem Vogel und alles. Und ist ein ganz cooles Spiel, so ein Hack-and-Slash-3D-Plattformer-Spiel.
Aber ich hab's einmal gestreamt, hab's zur Hälfte durchgespielt und dann einfach aufgehört zu spielen. Und ich hab mich einfach für dieses Jahr dazu entschieden, einfach am gleichen Tag, ein Jahr später, das Spiel dann nochmal zu streamen, durchzuspielen. Ja, ich hab's auch noch kurz durchgespielt. Danke, Handy. Ah, jetzt böllern die draußen. Ah, jetzt böllern die. Cool. Und damit ist Halloween vorbei und wir gehen rüber zu November. Und November fängt mit einem cringy, dingy Video an. Ja! Yeah! Woo, cringy, dingy, woo! Ja, ich hab vor dem Video, ist es lange her gewesen, dass ich cringy, dingy hochgeladen habe. Deshalb sind einige Videos reingekommen. Und deshalb ist die Folge auch so lange. Ich wollte die eigentlich gar nicht so lange machen, aber ich dachte mir irgendwann mittendrin in der Aufnahme, ja komm, ich habe jetzt mehr als die Hälfte durch von den Einsendungen. Ich mache jetzt alle durch. Und so ist das Video jetzt zustande gekommen, dass es halt so lang wurde. Ja, ich habe super viel in dem Video gemacht, ich habe so lange, super lange geschnitten, aber ich denke, es ist auch gut geworden, das Video. Schaut es gerne an, wenn ihr möchtet. Und ja, es kam mehr Zelda in dem Monat, ne, offensichtlich, mehr Zelda. Zelda ist halt ein langes Spiel. Deshalb kam immer noch Zelda, es ist immer noch nicht vorbei. Zelda war wirklich dieses Jahr, kann man so sagen, wirklich mein Hauptgame, das ich gespielt habe. Und ich habe aber auch noch ein random Steam-Game gespielt, nicht so super Batman. Also Super Master Chief das Spiel und ich habe das anscheinend irgendwann gekauft, weil das Spiel war doch nicht kostenlos, hat Geld gekostet. Obwohl ich, wie du gesagt hast, es war kostenlos, aber es war nicht kostenlos. Und das Spiel war wirklich nicht gut. Also ganz ehrlich, ich mochte das Spiel nicht. Wenn es anderen Leuten gefällt, cool. Ich hatte keinen Spaß mit dem Spiel und ich möchte meine 2 Euro oder was auch immer ich bezahlt habe, wieder haben. Ja, keine Ahnung. Mochte das Spiel nicht. Aber ich dachte mir, ja komm, ich habe Geld für das Spiel ausgegeben. Wäre das ein kostenloses Spiel gewesen, ne? Ich hätte es wieder verworfen. Hätte mir gedacht, okay, ich habe Zeit verschwendet, egal. Brauche nicht hochladen, ist nutzlos. Aber weil ich Geld ausgegeben habe dafür, ne? Und ich habe ja schon mal Videos gemacht, wo ich für Spiele Geld ausgegeben habe und die kritisiert habe. Wie zum Beispiel dieses eine Fischspiel oder was auch immer. Dachte ich mir, okay, komm, ich mache trotzdem mal ein Video drüber. Es ist November, also wird es Zeit für ein neues Pokémon-Spiel. Pokémon, Karmesin und Purpur kamen raus und ich habe mich für Karmesin entschieden. Hauptsächlich wegen den exklusiven Pokémon, also den neuen exklusiven Pokémon. Da möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen. Die Videos über diese neuen Pokémon, die sind gerade erst frisch. Die kamen erst jetzt letztens vor ein paar Tagen raus. Also ich möchte noch nicht so viel darüber sagen, aber ja, Pokémon Karmesin kam raus und direkt haben Leute angefangen, das Spiel tot zu haten. Ich weiß noch, Monate vorher, als das Spiel noch so geleakt wurde, meinten viele, es ist wirklich eines der besten Pokémon-Spiele. Aber das Spiel ist halt so krass unfinished. Ich habe schon ein Fazitvideo, entweder das Fazitvideo zu dem Spiel kam schon online oder es kommt die Tage online. Aber auf jeden Fall habe ich ein Fazit gemacht mit den Credits. Und schaut euch am besten das an für meine ganze Meinung zum Spiel. Es ist gut, aber auch schlecht, kurz gefasst. Ja, aber auf jeden Fall hat das Spiel halt dort angefangen und hat mich dann das ganze Jahr noch gecarried. Es gab ein weiteres Fall Guys Video raus. Oh, wir wurden dann raus, ganz viel mehr. SpongeBob! Yeah! SpongeBob hat tatsächlich eine Collaboration mit Fall Guys, was ich halt echt krass finde. Und ich habe in dem Video nicht wirklich viel über SpongeBob geredet, einfach nur so eine Minute lang, das war's. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr über ihn reden sollen, vor allem wenn das ganze Titel und Thumbnail bei ihm ist, aber ich brauche ihn erstmal, ne? Ich versuche ihn freizuschalten. Wird wahrscheinlich unter den Ich muss den Pass dafür übrigens kaufen, um den zu bekommen. Also ich versuche ihn freizuschalten und dann noch ein Video zu machen, aber ich verspreche nichts, weil das wird echt schwierig. Und ja, ansonsten war der ganze Monat nur noch Pokémon. Yeah, Dezember! Statt jetzt über Pokémon zu labern, ja, es kommt halt mehr Pokémon, rede ich erstmal ein bisschen über Real Life, also kleine Real Life Storytime-mäßiges jetzt wieder, yeah! und zwar habe ich ab diesem Monat angefangen, an einer neuen Stelle zu arbeiten. Eigentlich sollte ich schon viel früher, irgendwann im November, vielleicht sogar noch früher, eigentlich anfangen mit der neuen Arbeit. Aber hat nicht geklappt. Corona und alles wahrscheinlich, keine Ahnung, was da war, aber seit Anfang Dezember arbeite ich nun woanders. Ich möchte nicht wirklich viel sagen, was ich mache. Auf jeden Fall, wir machen da irgendwie ab und zu mal ein paar Aufträge. Bin manchmal in der Werkstatt. Bin manchmal einfach am Schreibtisch. Arbeite ein bisschen.
Es ist euch wahrscheinlich zu langweilig. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es gibt immer Personen, die sich fragen, ja, erzähl mal ein bisschen drüber. Jetzt habe ich ein bisschen drüber erzählt. Machen wir weiter mit dem interessanten Zeug. Ja, Zelda ging diesen Monat zu Ende. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird noch eine kleine Bonusfolge zu Zelda geben. Es ist nicht wirklich eine Bonusfolge, es ist eher ein Bonusvideo über das Game. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ja, es wird super. Ich hatte ja tatsächlich, als Pokémon Karmesin rauskam, habe ich jeden Tag daily 2 Videos hochgeladen, damit ich ein bisschen hinterherkomme mit dem Spiel. Und irgendwann dann im Dezember, irgendwann mittig im Dezember, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt wird es langsam zu krass. Ich kann nicht so viel Zelda spielen. Es wird zu krass. Ich kann nicht so viel Pokémon spielen. Ich muss ja jetzt auch erstmal wirklich richtig reinkommen in meine neue Arbeit im Real Life. Und deshalb habe ich dann aufgehört, die doppelten Upload zu machen. Ich glaube, das juckt sowieso niemanden, aber ich, ne? Sind auf jeden Fall. Es ist bestimmt Leuten aufgefallen, dass ich nicht mal die doppelten Uploads gemacht habe. Und wow, wow. Oh, wow, die Aufnahme geht wirklich länger als gedacht. Naja, wie auch immer. Und ich kann natürlich den Dezember nicht einfach nur so liegen lassen, ohne den Adventskalender zu erwähnen. Doch es gab dieses Jahr keinen Adventskalender. Denn ich habe dieses Jahr ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar den Mike Wieser Adventskranz habe ich ins Leben gerufen. Wo ich basically einfach 4 geschnittene Videos mache, statt 12. Weil, wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Zeit. Ich möchte Zeit lieber nutzen, um Real Life klarzukommen, Zelda und Pokémon zu Ende zu bringen. Pumpe mich jetzt eigentlich schon zu Ende, aber ich habe es noch nicht hochgeladen. Aber kommt auf jeden Fall noch. Und ich habe in dem Adventskranz auch noch ein paar Spiele gelivestreamt, die ich schon lange streamen wollte. Okay. Ich hätte noch ein bisschen mehr streamen können, aber wie gesagt, gegen Ende des Jahres wurde auch alles ein bisschen zu viel privat. Ich denke, im Januar wird es etwas lockerer. Ich glaube, im Februar dann wieder nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das auf jeden Fall handle, aber... ihr könnt auf jeden Fall wieder große Videos erwarten von mir. Ja, was waren denn die 4 Adventskranz-Videos? Das erste Video war 10 Arten von Vollgas-Spielern, die jeder kennt. Ja, das war so eine kleine Parodie von den Nebel-League-Videos. So, aber halt so ein Fall Guy-Stil. Ganz ehrlich, ich glaube, man merkt dem Video an, dass es gerusht ist. Ich hatte wirklich am Ende keine. Ich habe das Video wirklich last minute aufgenommen, zusammengeschnitten und dann auch noch ganz knapp noch rechtzeitig hochgeladen. Ich weiß nicht, hat es euch gefallen, das Video? Wenn ja, vielleicht mache ich dann noch einen zweiten Teil, weil wir haben auf jeden Fall noch eine große Liste für weitere 10 weitere Arten. Und eventuell remake ich nochmal das Video, weil, wie gesagt, es war ein bisschen gerusht. Ich wollte es einfach nur hochgeladen haben. Und, wir hatten die Idee für das Video schon seit längerem, tatsächlich. Schon seit super lang, seit letztem Jahr irgendwann, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon super lang hatten wir die Idee für das Video. Und da dachte ich mir einfach so random, als ich mit Mützi im Talk war, hab mit ihm einfach so ein bisschen gechillt, Fall Guys gespielt, dies, das. Und dann habe ich mich daran erinnert, hey, wir wollten nochmal so ein Video machen, so ein Fall Guys-Spieler. Und ich habe auch gesagt, dass ich gar keine Ahnung habe, was für ein erstes Video ich machen wollte. Denn eigentlich war als erstes Adventskranz-Video das Minecraft-Bubeland-Video geplant. Danach musste ich es verschieben auf das nächste Woche-Video. Weil Ben noch nicht genug Zeit hatte, sein Video zu schneiden. Und dann, ne, dann kam da dieses Video gerusht. Was ich meine? Ja. Das zweite Adventskranz-Video sollte dann eigentlich auch das Bubeland-Video sein. Ich muss es aber nochmal verschieben, weil Ben immer noch nicht ready war. Nichts gegen Ben hier überhaupt nicht. Das soll jetzt auch nicht gegen Ben sein oder so. Ich wollte einfach nur sagen, dass er halt verschieben musste. Beim ersten Video war ein bisschen tragisch, weil ich das schon so lange geplant hatte. Beim zweiten Video hatte ich mir schon ein bisschen das Gefühl und ich hatte auch ein Backup und der Backup war dann halt dieses Paparazzi-Video, wo ich ein random Steam-Game-Video gespielt habe. Das ist tatsächlich ein Stream-Ausschnitt, also das ist das allererste Stream-Zusammenschnitt-Video, glaube ich, was ich, also von Twitch auf YouTube, glaube ich. Also das ist das allererste, ich habe sowas ähnliches auch schon öfter gemacht, aber es ist, ich würde schon sagen, dass es so das allererste eine Art ist, keine Ahnung. Ich würde gerne noch mehr von so Twitch-Streams nehmen, die zusammenschneiden und dann so hochladen, so wie das Video. Ich wollte schon lange schneiden, also dachte ich mir, okay, jetzt wird es mal Zeit, das zu machen. Dritte Video war dann endlich das Minecraft-Bubeland-Video.
Es wurde ein bisschen lang, klar, aber ich denke, das Video ist trotzdem sehr gut geworden. Ich finde es sehr lustig. Hat einen kleinen bisschen dunklen Humor, hat ein bisschen, ich musste sehr lange in dem Video schneiden, weil ich mir dachte, okay, Ben schneidet sein Video wird auf jeden Fall krasser geschnitten sein als meins, obwohl sein sogar kürzer ist und er sogar wie 10 Stunden Aufnahmematerial hatte. Und da wollte ich einfach mit meinem, ich konnte einfach mit meinem nicht wirklich competen, aber trotzdem hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich habe trotzdem Mühe gegeben. Und ja, das letzte Video, was ich heute erwähnen werde, ist das letzte Adventskranz-Video, was tatsächlich ein bisschen zu spät kam, aber ich denke, so schlimm ist das nicht. Und zwar das Mario vs. Luigi Video. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, was ich machen wollte, weil, gut, dass es niemand aufgefallen ist, aber ich hatte in dem Adventskranz-Video gesagt, dass ich noch ein Video von dem Adventskalender vom letzten Jahr hochladen wollte und das habe ich nicht mehr geschafft. Und dann hatte ich einfach random mit Mützi die Idee, hey, lass einfach dieses Spiel, was wir letztens angefangen haben, einfach so just for fun zu spielen, einfach als ein Video zusammenschneiden und hochladen. Dann so, ja, okay, könnte lustig werden. Und ich habe auch, ja, okay, könnte lustig werden. Und ja, von den Top 3 Videos dieses Jahr ist das auf Platz 3. Es ist wirklich, ich hätte nicht ansatzweise gedacht, dass das Video so gut ankommen würde, aber freut mich. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr, bestimmt schon irgendwann im Januar oder so, werde ich bestimmt noch einen zweiten Teil hochladen. Wahrscheinlich kürzeres Video. Ich finde das Video tatsächlich ein bisschen zu lang geworden, aber man kennt mich unter langen Videos. Ja, ich mache selten kurze Videos. Ich kann kurze Videos machen, wenn ich die Idee dafür habe, aber ich mache halt gerne lange Videos, weil bei langen Videos hast du halt mehr davon. Ich meine, du schaust dir halt zum Beispiel das 10 an von Vorgangsspielern an und dann hast du direkt wieder alles vergessen, weil das Video so kurz war. Aber bei so einem 30-Minuten-Video, das vergisst du eigentlich nicht. Na wie auch immer, das war auf jeden Fall der Silvester-Talk für dieses Jahr. Böller gehört draußen, obwohl die letzten paar Tage ständig gespammt haben mit den Dingern, obwohl es auch lange nicht Silvester ist. Also Leute können nicht auf ihren Kalender schauen. Ich weiß nicht, warum Leute vorher schon böllern. Scheinbar ist Böller wieder legal, ich weiß es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder dieses Jahr keine Böller, weil ich habe mit ganz vielen anderen zu tun. Was genau, sage ich euch dann nächstes Jahr. Apropos nächstes Jahr, was sind denn meine Pläne für nächstes Jahr? Gut, dass ihr fragt. Natürlich mehr Let's Plays, of course. Ne, Pokémon wird zu Ende gehen. Ich werde ganz viel, ich habe geplant, mehr Plattformen zu machen, mehr Livestreams zu machen, mehr Twitch-Livestreams zu machen. Folgt mir auf Twitch. Und mehr random Steam Games. Anfange mit VR-Videos, öfter geschnittene Videos raushauen, als ich dieses Jahr gemacht habe. Generell versuche ich einfach ein bisschen aktiver zu werden. Der eigentliche Plan ist und bleibt ja immer noch eigentlich ein geschnittenes Video in der Woche. Auch wenn es einfach nur ein random Steam-Game ist, trotzdem ein geschnittenes Video die Woche. Und wenn es geht, auch ein Stream auf YouTube die Woche und mindestens ein, zwei Streams so auf Twitch die Woche. Das ist so der eigentliche Plan, so eigentliche Upload-Plan, könnte man sagen. Habe ich nicht immer eingehalten, ist schwierig einzuhalten. Ich werde es wieder versuchen und vor allem auch jetzt im Januar wieder richtig reinhauen mit den Videos. Eigentlich hätte ich das im Dezember machen können, wo jetzt im Dezember eigentlich die besten Quoten sind für YouTube, aber bei mir doch nicht. Wer hat schon Monetarisierung? Ich nicht. Ich brauch sowas nicht. Ich gebe euch einfach alles, was ihr haben könntet im Januar. Ja, ich hoffe, euch hat das Jahr gefallen. Ich hoffe, euch hat der Adventskranz gefallen. Schreibt es in den Kommentaren, wie er euch gefallen hat. Ein kleiner Nachtrag noch für dieses Video. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute so ein Best of 2022 Video hochgeladen haben. Und ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich dachte mir immer so, okay, vielleicht könnte ich am Best of diesen Monat machen, dann so 5 Minuten Video, wo ich so ein paar Clips von Videos diesen Monat mache. Aber sollte ich das vielleicht machen? Ich habe die Idee, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das ja. Ja. Freut euch auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ich kann da einige Sachen umsetzen. Ja. Mehr will ich sagen. Like das Video. Wir sehen uns morgen wieder mit Pokémon. Vielleicht streame ich auch gerade. Nein, tue ich nicht, aber die Tage streame ich wieder. Also, schaut mal mein Stream vorbei. Twitch.tv/MikeBeezer sagen.